Hallo, wir haben Post bekommen von Thule. Und zwar habe ich danach gefragt, weil unsere Markise fürchterlich knarren tut und knatzen tut, wenn ein bisschen Wind draußen geht, was man dagegen machen kann. Und da haben sie uns jetzt geschrieben. Machen wir es mal auf. Geschrieben haben sie gar nichts. Auf jeden Fall haben sie uns per Mail haben sie uns geschrieben, dass sie eine Lösung haben gegen das Knarren. Und jetzt haben sie uns das hier geschickt. Im ersten Anschein nach sind das bloß zwei Styroporklötze. Ja, schauen wir mal, was wir damit machen müssen. So. Unsere Markise haben wir jetzt ganz rausgefahren. Die soll man so weit rausfahren, dass es ganz wellig oben drauf liegt, also total locker. So, dann können in die Markise diese vier Metallspangen, die man da oben sieht. Gleich neben dem Arm, da oben ist einer. Da kommt der zweite. Dann da ganz drüben ist der dritte. Und da neben dem Arm ist der vierte. Laut der Zeichnung können die aber 30 cm vom Arm weg, jeweils links und rechts. Und die anderen zwei können dann aufgeteilt auf die ganzen Zentimeter, die noch übrig bleiben. Also nicht so, wie es jetzt hier angebracht ist mit den Spangen, sondern das gehört symmetrisch ausgemittelt. So, einmal. Zweimal. So, dann kann man sie einfach wegschieben. Oh. So, lauter Bedienungsanleitung, Gebrauchsanweisung, spritzt man da mit Spiritus, das auf den Lappen. Wenn der Spritzer nicht geht, kann man den Spritzer auch wegmachen. Man macht der Spiritus einfach so auf den Lappen drauf, das geht auch. Das schmeißt man dann weg. So, diese beiden Keile waren im Briefumschlag von Thule mit dabei. Es hat mich schon gewundert, wo die hingehören, aber das zeige ich euch jetzt. Und zwar sind das Abstandshalter, damit man das Plastik richtig schön sauber machen kann. So, war nötig. Und das ist das nächste, was in der Tüte dabei war. Das sind Aufkleber. Da ziehen wir uns jetzt einen ab. Gar nicht so einfach. Ah ja, so ein kleiner Teaserfilm. Ja, und das sollen wir genau an die Stelle jetzt draufkleben. So. Nimm mal die Kamera. Das wird jetzt so festgeklebt. Und nach oben hin rübergedrückt. So, dann kommen die Keile wieder raus. Und die Spange
soll genau an die Stelle wieder zurück. So sieht das aus und so sollen wir es an allen Vieren machen. Und angeblich ist das eine Knarre dann von der Markise weg. Lassen wir uns überraschen. Das war's. Nein, doch.